Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich bedanke mich sehr für die Einladung. Es ist mir eine Ehre, hier heute zu sprechen und ich entschuldige mich, dass ich auf Deutsch spreche. Ich spreche zwar Englisch, aber ich kann mich einfach souveräner, besser, präziser ausdrücken, wenn ich meine Muttersprache verwende und deswegen ist mir das lieber und ich hoffe mit der Übersetzung, das ist kein Problem. Sie beschäftigen sich ja auf Ihrer heutigen Tagung mit Bedrohungen für die Demokratie. Und was gibt es für eine größere Bedrohung als Krieg? Also nicht nur, weil Krieg und Demokratie unvereinbar sind, sondern Kriege bedrohen das Leben, das Überleben heutzutage im Atomwaffenzeitalter. Und deswegen möchte ich gern zu dem Thema sprechen, sehenden Auges in den großen Krieg. Warum der Westen seine Strategie ändern muss. Und ich denke, das ist ein sehr, sehr aktuelles Thema und es bewegt mich wirklich sehr. Wir haben vor einer Woche, glaube ich, war das, erlebt, dass die Wissenschaftler, die die Atomkriegsuhr betreiben, also das ist ja diese Messung, wie nah ist die Welt an einem Atomkrieg, diese Uhr auf 90 Sekunden vor 12 nach vorn gestellt haben. Also die Wissenschaftler, und das sind solide, seriöse Menschen, die das Zeitgeschehen verfolgen, sind der Meinung, die Welt stand noch nie so dicht an einem Atomkrieg wie heute. Und ehrlich gesagt, das ist eine so erschütternde Diagnose, dass ich mich frage, wie kann man darüber so hinweggehen, wie das teilweise in der deutschen Öffentlichkeit geschieht. Es ist ja schon erwähnt worden, gemeinsam mit Alice Schwarzer und 69 sehr prominenten Persönlichkeiten aus allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens, Schauspieler, Politiker, Wissenschaftler, Journalisten, haben wir ja vor einer Woche ein Manifest für Frieden veröffentlicht, wo es darum geht, dass im Ukraine-Krieg der Westen seine Strategie ändern muss, dass er nicht mehr auf Waffenlieferungen setzen soll. Wir haben ja eine Debatte, wo es, also es geht um Panzer, es geht um Kampfjets und fast keiner redet darüber, wie man diesen Krieg diplomatisch vielleicht beenden könnte. Und wir plädieren dafür, unbedingt aus dieser militärischen Logik auszubrechen, weil wir überzeugt sind, dieser Krieg kann militärisch für keine Seite gewonnen werden. Für Russland nicht, aber auch nicht für die Ukraine. Und mit jeder neuen Lieferung von Waffen ist ein Eskalationspotenzial verbunden. Wir verlängern diesen Krieg immer mehr. Wir gehen auch, laufen Gefahr, auch als westliche Länder, uns immer tiefer in diesen Krieg hineinziehen zu lassen. Wir hatten ja vor einigen Wochen diesen Zwischenfall mit der ukrainischen Rakete in Polen. Sie werden sich daran erinnern, wo zunächst mal ja gesagt wurde, es sei eine russische Rakete, also die versehentlich in Polen eingeschlagen ist und dort zwei Menschen umgebracht hat. Und wo einige, sowohl von der ukrainischen Seite, aber auch in der deutschen Öffentlichkeit, im Grunde den Bündnisfall eingefordert haben. Und das hätte bedeutet, wir hätten den Dritten Weltkrieg gehabt. Nun war es zum Glück keine russische Rakete, aber dieser Zwischenfall hat gezeigt, wie nah wir an einem solchen Eskalationsszenario dran sind. Es ist auch ein weiteres Problem, das von Militärs immer wieder auch angesprochen wird, wenn man Panzer liefert, wenn man womöglich Kampfjets liefert, die müssen nicht nur gefahren und geflogen werden, die müssen gewartet und repariert werden. Das können die Ukrainer gar nicht, das kann man auch wohl offensichtlich nicht in kurzer Zeit lernen. Das heißt, die Frage ist, wer macht das? Machen das westliche Militärberater? Also ist man auch immer mehr mit Personal in diesem Krieg beteiligt. Und das ist natürlich schon der Weg dahin, dass irgendwann die NATO direkt Kriegspartei wird, auch wenn man das nicht möchte. Trotzdem ist es so, dass zumindest in der deutschen Diskussion, ich nehme wahr, dass das teilweise in anderen Ländern durchaus anders ist, aber in der deutschen Debatte, wir haben das auch erlebt bei den Reaktionen auf unser Manifest, gibt es eine unglaubliche Hysterie, sobald jemand sagt, wir sollten keine Waffen mehr liefern, sondern auf Diplomatie setzen. Dann ist man ein Putin-Versteher, ein Kreml-Sprecher, man ist wahlweise naiv oder zynisch, amoralisch, gefährlich, also alles Begriffe, die jetzt bezogen auf uns gewählt wurden.
Und es wird so hingestellt, als gäbe es gar keinen anderen Weg, als immer mehr militärisch die Ukraine zu unterstützen, bis sie irgendwann die Krim zurückerobert hat. Das ist ja die Legende dabei. Und mein Bedürfnis ist einfach, hier die Debatte zu öffnen, weil ich halte das für einen ganz gefährlichen Weg. Und ich glaube nicht, dass man gegen eine Atommacht in einer Schlüsselfrage eine militärische Entscheidung herbeiführen kann. Ich erinnere mich auch, dass beispielsweise der ehemalige Präsident oder damalige Präsident Kennedy gewarnt hat. Das war nach der Kuba-Krise, die ja zum Glück, das war ja auch schon eine Situation, wo die Welt sehr nah an einem Atomkrieg war, die dann aber doch durch Gespräche und Vereinbarungen gelöst werden konnte und durch einen Kompromiss, also das war es ja auch. Die Russen haben ihre Raketen abgezogen von Kuba, die Amerikaner haben ihre Raketen abgezogen von der Türkei. Über Letzteres hat man zwar nicht viel geredet, aber das war ja der Kompromiss. Er hat nach der Kuba-Krise öffentlich, hat Kennedy gesagt, dass man niemals eine Atommacht in eine Situation bringen sollte, wo sie nur noch die Wahl hat zwischen einer demütigenden Niederlage und dem Einsatz von Nuklearwaffen. Und ich finde, wir sollten diese Warnung wirklich beherzigen, weil wir zurzeit genau darauf hinauslaufen in diesem Krieg. Also wenn jetzt tatsächlich die Waffenlieferungen überhaupt dazu führen, dass die Krim ernsthaft bedroht ist, dann laufen wir auf dieses Szenario hinaus. Und wenn die Waffenlieferungen dazu sowieso nicht ausreichen, was einige Militärs ja auch sagen, die sagen, also die Panzer werden keine Wende in dem Krieg bedeuten, ja, dann bedeutet es doch nur, dass man das Sterben verlängert. Also dass man auf einen ganz langen, endlosen Abnutzungskrieg setzt, bei dem sich die Frontlinien nicht mehr groß verschieben. Das ist ja jetzt schon seit einer gewissen Zeit so, wo aber jeden Tag Hunderte, vielleicht Tausend Menschen sterben. Und die Einzigen, ich will gerne niemandem etwas unterstellen, aber die Einzigen, die davon profitieren, das sind natürlich die Rüstungsunternehmen, die riesige Geschäfte machen. Und deswegen finde ich, wir brauchen hier dringend einen anderen Weg. Wir müssen tatsächlich ganz dringend über andere Möglichkeiten nachdenken, weil es mir auch ein bisschen so vorkommt, dass die heutige Situation Parallelen hat mit der Situation vor dem Ersten Weltkrieg. Also die ist ja sehr schön beschrieben in diesem Buch von Clark, Die Schlafwandler. Und vor dem Ersten Weltkrieg war es ja auch so, dass eigentlich ja niemand den Plan hatte, einen großen Krieg zu beginnen. Das würde ich auch heute keinem Politiker unterstellen. Also weder dem US-Präsidenten noch natürlich nicht dem Kanzler. Und ich glaube auch nicht dem russischen Präsidenten. Also ich glaube, dass niemand einen Weltbrand entfachen möchte, der womöglich atomar ausgetragen wird. Aber auch damals, 1914, war es so, dass eine Entscheidung nach der nächsten kam. Und dadurch man immer weiter in Richtung Krieg taumelte und irgendwann tatsächlich ein vernichtender Krieg begann, in dem am Ende Millionen Menschen ihr Leben verloren haben und Schlachten geschlagen wurden, wie bei Verdun, wo also unendlich viele junge Menschen gestorben sind. Und es hat ja jetzt ein General gesagt, dass in Bachmut zum Beispiel es so aussähe wie in Verdun. Ja, das zeigt doch schon, was das für ein Wahnsinn ist. Und diesen Wahnsinn munitionieren wir. Und wie gesagt, die Schlafwandler und die Situation damals sollte uns warnen, dass man das auf keinen Fall nochmal so zulassen darf. Zumal in der heutigen Zeit ein Weltkrieg oder ein atomar ausgetragener Krieg natürlich nochmal etwas ganz anderes bedeuten würde als damals. Also die Weltkriege des 20. Jahrhunderts waren schrecklich, aber es waren immerhin mit Ausnahme dann am Schluss des Einsatzes der Atomwaffen in Nagasaki und Hiroshima, aber es waren ansonsten keine atomaren Kriege. Heute haben wir eine Situation, wo die Welt atomar hochgerüstet ist und ja auch der UN-Generalsekretär Guterres warnt, dass wir sehenden Auges in einen großen Krieg gehen. So, wenn man eine Lösung finden will, und das ist ja das Wichtige, natürlich sollte man zunächst mal auch zurückschauen, wie es eigentlich dahin gekommen ist. Wie ist es eigentlich passiert, dass wir heute in einer solchen Situation uns befinden, wo die Welt möglicherweise an der Schwelle eines großen Krieges, einer atomaren oder auch zumindest einer militärischen Konfrontation zwischen der NATO und Russland. Wie ist das passiert? Eigentlich war ja die Situation vor gut 30 Jahren eine völlig andere. Also wir haben ja vorher, die
zumindest Älteren, also ich kann mich noch an meine Jugend erinnern, im Kalten Krieg. Ich bin aufgewachsen als Teenager mit der Angst vor einem Atomkrieg. Das waren die 80er Jahre. Das war eine Zeit, wo tatsächlich auch die Welt in zwei Blöcke zerfiel. Es war eine enorme Hochrüstung und man hatte Angst. Und im Nachhinein weiß man, dass sie berechtigt war, dass sogar aus einem Zufall heraus, aus einer Fehlsteuerung in irgendeinem Computer möglicherweise ein Krieg entstehen könnte. Und es gab ja solche Situationen, wie man heute weiß. Zum Glück sind sie besonnen gelöst worden und es gab keinen Krieg. Die 80er Jahre. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie erleichtert ich damals war, als Michail Gorbatschow auf die Weltbühne kam und als es dann die Friedensgespräche, die Abrüstungsverhandlungen gab, als dann auch der Kalte Krieg beendet wurde, als die russischen Truppen sich aus halb Europa zurückgezogen haben, ohne dass ein einziger Schuss fiel, weil sie das auch akzeptiert haben, dass sie dort eben nichts zu suchen haben, dass diese Länder ihren eigenen Weg gehen können. Deutschland hat die Wiedervereinigung bekommen. Das sind ja alles Entwicklungen gewesen, die scheinen jetzt ganz weit weg, aber ich finde, wir sollten uns daran erinnern, dass gerade als Deutsche sollten wir uns daran erinnern, dass damals mit der Entscheidung Russlands auch die Wiedervereinigung möglich geworden ist. Das ist nicht zwangsläufig so gewesen. Und das war eine ganz andere Situation. Man hatte damals das Gefühl, wir gehen einer Ära des Friedens entgegen. Wir gehen einer Ära entgegen, wo irgendwann vielleicht Atomwaffen sogar ganz geächtet werden oder zumindest sehr stark abgerüstet wird und die Kriegsgefahr sehr, sehr stark zurückgedrängt wird. Und heute, 30 Jahre später, sind wir plötzlich in einer schlimmeren Situation als im Kalten Krieg. Wie ist das passiert? Ja, die einfache Lesart ist, da kommt Putin und Putin ist ein Verrückter und deswegen sind wir jetzt in diesem Krieg. Oder deswegen ist zumindest in der Ukraine Krieg. So ist ja in der deutschen Medienerzählung, auch in der Lesart des Westens einfach die Situation. Also Putin ein Wahnsinniger und deswegen gibt es diesen Krieg. Nun ist es ja richtig, dass das ein völkerrechtswidriger Krieg ist in der Ukraine und dass man ihn verurteilen muss, das ist überhaupt keine Frage. Aber dieser Krieg ist ja nicht vom Himmel gefallen. Dieser Krieg hat eine Vorgeschichte. Und mit dieser Vorgeschichte hat auch der Westen zu tun, nämlich mit sehr vielen Entscheidungen, mit denen die russische Führung, und das betrifft nicht nur Putin, sondern das betrifft, glaube ich, die russische Gesellschaft, die russische Elite insgesamt, immer wieder konfrontiert wurde, wo ihre Anliegen, auch ihre Sicherheitsinteressen, man darf das ja heute gar nicht mehr sagen, dass auch Russland Sicherheitsinteressen hat, aber natürlich hat jedes Land Sicherheitsinteressen, womit man ihre Sicherheitsinteressen zurückgewiesen hat und sie auf offener Bühne gedemütigt hat, immer wieder. Das war ja der Fall. Also ich denke daran, dass zunächst mal eine klare Vereinbarung war, die NATO nicht auf Osteuropa auszuweiten. Dafür gibt es ja Belege, das ist ja immer wieder kommuniziert worden. Und es gab auch viele westliche Diplomaten, ich erinnere an George Kennan, die schon Ende der 90er Jahre gewarnt haben, wenn diese NATO-Osterweiterung durchgezogen wird, dass das Veränderungen in Russland zur Folge haben wird. Das heißt, dass das dass auch die Ideologie der russischen Führung verändern wird. Also Kennan hat damals gesagt, dass man durch die NATO-Osterweiterung die militaristischen und nationalistischen Tendenzen in Russland wieder entfachen und verstärken wird. Und er hat recht behalten. Genau das ist passiert. Und natürlich kann man immer wieder sagen, jedes Land hat ja die freie Entscheidung, ein Militärbündnis sich anzuschließen. Aber das ist ja eine sehr abstrakte Sicht. Und man kann natürlich auch sagen, ja, die NATO ist doch gar nicht, ist doch ein defensives Bündnis. Aber ehrlich gesagt, ich kann verstehen, dass das bei Ländern wie auch in Russland anders wahrgenommen wird. Also wir müssen uns ja nur erinnern, der erste Krieg, den die NATO geführt hat, nach dem Ende des Kalten Krieges, war der Krieg in Jugoslawien. Das war auch ein völkerrechtswidriger Krieg. Weil es gab keinen UNO-Beschluss. Und Belgrad, also es war ja gegen Serbien, Belgrad war ein Verbündeter Russlands. Das heißt, mit dem Krieg gegen Serbien hat man signalisiert, man ist bereit, militärisch einen Verbündeten Russlands anzugreifen und zu bombardieren. Das ist zwar nicht vergleichbar jetzt mit dem Ukraine-Krieg, aber es war natürlich kein vertrauensbildendes Signal, sondern eines, wir scheren uns eigentlich nicht darum, was russische Interessen sind.
Und das ging ja danach weiter. Ich meine, nach dem Jugoslawienkrieg gab es immerhin auch noch, und das war ja schon Putin, diese Rede im Deutschen Bundestag. Ich habe das damals als ausgestreckte Hand wahrgenommen, trotz Jugoslawien. Er ist im Bundestag gekommen, hat für Zusammenarbeit geworben. Aber was kam dann? Dann kam unter anderem, also in Afghanistan hatte man sich noch irgendwie abgestimmt, im Irak der nächste völkerrechtswidrige Krieg. Und auch dieser Krieg war eben auch unter Missachtung der UN eingeleitet worden. Man hat im Grunde signalisiert, der UN-Sicherheitsrat, in dem ja Russland und China eine Stimme haben, der interessiert uns nicht, wenn wir Kriege führen wollen, führen wir Kriege. Und so hat man das im Irak gemacht. Danach kam der Krieg in Libyen. Da hatte es sogar eine Entscheidung im Sicherheitsrat gegeben, aber nicht für das, was dann passierte. Das heißt, es war wieder ein Signal, wir machen, was wir wollen und wir machen es militärisch. Und wenn man natürlich immer wieder, und dann gab es immer wieder die Erweiterungswellen der NATO, die logischerweise von Russland jedes Mal kritisiert wurden. Und dann 2008 stand die Entscheidung, Georgien und die Ukraine in die NATO aufzunehmen. Das ist damals zwar an dem Veto von Deutschland und Frankreich gescheitert, aber es ist ja nicht so gescheitert, dass man gesagt hat, wir wollen das nicht. Sondern man hat ja sehr wohl diesen Ländern eine Beitrittsperspektive gegeben, halt für irgendwann. Und bezogen auf die Ukraine wurde das ja durchaus auch militärisch untersetzt. Also man muss ja einfach nur in Erinnerung rufen, unmittelbar vor dem Kriegsausbruch, also im letzten Jahr, Anfang letzten Jahres, waren in der Ukraine 4000 NATO-Soldaten stationiert. Es gab gemeinsame Manöver im Schwarzen Meer. Es gab eine Regierung in der Ukraine nach dem Maidan, die sich sehr offen antirussisch positioniert hat. Das hat ja auch sozusagen dann den Konflikt natürlich im Donbass mit entfacht. Und natürlich war das, und es gab auch noch mal 2021 ein Signal auf dem NATO-Gipfel, dass man doch perspektivisch die Ukraine in der NATO haben möchte. Also die Perspektive wurde bekräftigt, wenn auch nicht mit konkreten Zeithorizonten. Und all das, das sagen beispielsweise auch, sagt auch der heutige CIA-Direktor, der früher ja mal Botschafter in Moskau war, all das hat natürlich in Russland dazu geführt, dass man das Gefühl hatte, russische Interessen zählen nicht. Das rechtfertigt den Krieg nicht, um das nochmal sehr deutlich zu sagen. Das rechtfertigt nicht, Städte zu bombardieren und eine Infrastruktur eines Landes lahmzulegen. Aber es erklärt, wie es dazu kommen konnte. Und ich denke, es zeigt auch, was ein möglicher Weg aus diesem Krieg wäre. Weil es wird ja immer so getan, als gäbe es nur den militärischen Weg. Das stimmt ja einfach nicht. Es hat ja im Frühjahr schon einmal Versuche gegeben, diesen Krieg zu beenden. Und beispielsweise der ehemalige oder der damalige israelische Ministerpräsident Bennett war ja einer derer, die da versucht haben zu vermitteln. Und er hat ja dann jetzt in einem Interview gesagt, was passiert ist. Also er ist nach Moskau gefahren, er ist nach Kiew gefahren. Und er sagt, er hatte eigentlich schon Kompromissbereitschaft auf beiden Seiten. Es gab ein relativ starkes Aufeinanderzugehen. Wir reden über die Zeit im März letzten Jahres, also kurz nach Kriegsausbruch. Die hätten sich aufeinander zubewegt. Ein Friedensschluss wäre in greifbarer Nähe, so hat Bennett das ja durchaus beschrieben. Und dann sei eine Intervention aus Großbritannien und Washington gekommen, dass man diesen Frieden nicht will. Zu dem Zeitpunkt jedenfalls nicht. So, das heißt, wenn man sagt, es gibt keine Möglichkeit zu verhandeln, im Frühjahr gab es eine Möglichkeit zu verhandeln, man hätte sogar im Frühjahr den Krieg beenden können. Und es gab danach Verhandlungen noch mal in der Türkei, in Istanbul. Und auch über diese Verhandlungen gibt es verschiedene Berichte. Also es gab Veröffentlichungen relativ zeitgleich in der Washington Post. Es gab Veröffentlichungen in einem Magazin des Quincy Institute. Es gab sogar eine Veröffentlichung mal in der Ukrainer Pravda, die dann allerdings dementiert wurde. Aber auch da, all diese Veröffentlichungen, auch die Aussagen des türkischen Außenministers, der dabei war, laufen darauf hinaus, dass man damals ein relativ starkes Aufeinanderzugehen hatte. Und zwar damals wirklich eine Lösung, die wäre ja für beide Seiten sehr gut gewesen. Die Ukraine hätte darauf verzichtet, definitiv darauf verzichtet, NATO-Mitglied zu werden, hätte dafür trotzdem Sicherheitsgarantien bekommen. Natürlich, das braucht sie auch, das verstehe ich auch.
Aber keine NATO-Perspektive, also kein militärischer Vorposten der Vereinigten Staaten. Darum geht es ja eigentlich. Also es geht ja nicht die abstrakte NATO-Mitgliedschaft, es geht darum, ob irgendwann die Amerikaner dort Militärbasen haben. Das ist der Kern des Konflikts. Darauf hätten sie verzichtet. Und umgekehrt, das ist zumindest die Darstellung verschiedener Artikeln, auch in Foreign Affairs übrigens gab es mal einen Artikel dazu, umgekehrt hätten die Russen gesagt, wir ziehen uns hinter die Linien des 24. Februar zurück. Ja, das wäre doch ein genialer Friedensschluss gewesen. Und zigtausende Menschen könnten doch leben. Nun ist das ein halbes Jahr her oder ein Dreivierteljahr her. Und natürlich hilft es heute nicht zu sagen, was wäre, wenn. Der Krieg ist weitergegangen, mehr Menschen sind gestorben, der Donbass ist von Russland annektiert worden. Ich glaube nicht, dass man nochmal auf die Situation von damals direkt zurückkommen kann mit Verhandlungen. Das wird wahrscheinlich schwierig. Aber überhaupt ein Verhandlungsangebot zu machen, wo man einen Schritt auf Russland zugeht, beispielsweise in der Frage der NATO-Mitgliedschaft, und anbietet, dass man zumindest die Front da einfriert, wo sie heute ist, und dann über das Schicksal von Krim und Donbass auf dem Verhandlungsweg entschieden wird, statt mit Waffen. Das wäre doch ein Angebot. Und ich sage ehrlich, wenn Russland sich auf diese Verhandlung gar nicht einlassen würde, ja, dann hätten wir eine andere Situation, aber man muss es doch wenigstens versuchen. Und die Signale aus Moskau, die ich wahrnehme, sind nicht so, dass sie sagen, wir verhandeln nicht. Zurzeit ist es so, dass die Ukraine, also Herr Selenskyj hat ein Dekret verabschiedet, das Verhandlungen quasi verbietet, solange nicht die Krim zurückerobert wurde. Und ich finde, da muss der Westen jetzt auch eine eigenständige Position haben. Wollen wir tatsächlich so lange Waffen liefern, bis die Krim zurückerobert wurde, oder versuchen wir zu verhandeln? Und wenn immer gesagt wird, ja, wir müssen doch erstmal mit Waffenlieferungen dazu beitragen, dass die Ukraine eine bessere Verhandlungsposition hat. Ja bitte, wie viele Menschen sollen noch sterben, um vielleicht nochmal 20 Quadratkilometer zurückzuerobern? Es ist doch bisher immer so gewesen in Kriegen und auch jetzt, je länger der Krieg läuft, desto schwerer wird es zu verhandeln. Es ist jetzt schon schwerer als vor einem Dreivierteljahr, das ist ja ganz klar. Aber es ist immer noch möglich, davon bin ich überzeugt. Und davon ist ja sogar, wenn ich das mal als Kronzeugen benennen darf, offensichtlich die amerikanische Rand Corporation überzeugt, die ja nun nicht als pazifistisches Institut bekannt ist, also die Rand Corporation, die ja eigentlich die US-Army berät und auch der Rüstungsindustrie relativ nahe steht, hat ja vor kurzem eine Studie veröffentlicht, wo sie dringend an Biden appelliert, von seiner Strategie eines langen Abnutzungskrieges abzurücken. Und sie begründen das ja auf zwei Wegen. Also einmal sagen sie, gut, unser Hauptfeind ist China, darauf müssen wir uns orientieren. Das ist nicht meine Begründung, aber es ist zumindest eine Begründung. Aber ihre andere Begründung ist, die Eskalationsgefahr ist zu groß. Und ihre Kernaussage ist ja, es ist nicht in Amerikas Interesse, diesen Krieg weiterzuführen. Und deswegen sollte es jetzt eine Verhandlungsinitiative auch von den USA geben. Das fordern sie ein. Das ist bisher im Weißen Haus offensichtlich auf taube Ohren gestoßen. Aber auch der General Milley hat ja mehrfach, also der oberste General der USA, auch immer wieder gesagt, keine Seite kann diesen Krieg gewinnen, also muss am Ende verhandelt werden. Und deswegen frage ich mich, wieso gibt es so wenige Stimmen in Europa und vor allem auch in Deutschland, die diese Verhandlungsperspektive nach vorne tragen? Das ist doch irgendwie erschreckend. Wir sind doch als Erste betroffen, wenn dieser Krieg eskaliert. Die USA ist weit weg, aber Deutschland wäre ganz direkt betroffen. Und jetzt sind wir sogar noch die Vorreiter bei den Panzerlieferungen. Ich meine, die Regierung hat sich ja vorführen lassen bei der Panzerdebatte. Alle haben gefordert, Panzer zu liefern. Deutschland liefert jetzt, die anderen liefern ganz wenig oder irgendwann mal im nächsten Jahr. Also die Amerikaner liefern in diesem Jahr wahrscheinlich keine Panzer mehr. Und auch viele andere, die groß gerufen haben, Polen und andere, die sind jetzt ganz klein. So, das heißt, wir sind plötzlich die eigentlich der Hauptfeind werden für Russland. Und das nach der Geschichte, die Deutschland hat. Nach 27 Millionen ermordeten sowjetischen Menschen im Zweiten Weltkrieg sind unsere Panzer jetzt sozusagen die Vorhut, die wieder auf Russen schießen. Ich finde das so unverantwortlich. Und wie gesagt, selbst die Rand Corporation geht ja offenbar davon aus, dass ein Verhandlungsweg realistisch ist.
Also, dass es möglich wäre, diesen Krieg in überschaubarer Zeit mit Verhandlungen zu beenden. Und deswegen ist unser Appell und das, wofür wir uns einsetzen, und das ist auch wirklich mein dringender Wunsch, dass auch in der deutschen Diskussion und in der deutschen Regierung endlich die Einsicht sich durchsetzt, dass wir nicht weiter in dieser militärischen Logik verbleiben dürfen und dass Deutschland gerade eigentlich eine verdammte Pflicht und Aufgabe hätte, hier sich an die Spitze zu setzen, auch der deutsche Bundeskanzler mit dem französischen Präsidenten zusammen vielleicht, von da kommen ja etwas bessere Töne ab und an mal zumindest, sich zusammenzusetzen und eine europäische Initiative für eine Friedenslösung auf dem Verhandlungsweg zu starten und da auch Joe Biden mit unter Druck zu setzen. Weil, wie gesagt, im Frühjahr die Verhandlungslösung, an Deutschland sind sie nicht gescheitert, das stimmt. Aber wir haben es immer hingenommen. Wir haben es immer hingenommen, dass am Ende andere diesen Krieg weiter eskaliert haben. Und jetzt sind wir sozusagen selber mittendrin und das ist für Deutschland hochgefährlich. Und deswegen glaube ich, wir brauchen wieder eine Öffentlichkeit, die diese Grunderkenntnis, das betrifft ja auch andere Konflikte, diese Grunderkenntnis, die im Kalten Krieg eigentlich allgemein Wissen war, dass Kriege heutzutage immer versucht werden müssen, diplomatisch zu lösen, dass Konflikte diplomatisch gelöst werden müssen, dass diese Grunderkenntnis wieder allgemeine Akzeptanz erhält. Weil das meines Erachtens ganz wichtig ist. Also es betrifft auch den Konflikt mit China, natürlich. Also wollen wir irgendwann wegen Taiwan in einen Weltkrieg, wollen wir vermutlich ja auch nicht. Aber es betrifft sämtliche Konflikte. Aber in Russland ist es eben jetzt ganz akut und ganz zugespitzt. Wir müssen in der heutigen Welt, und das ist auch mein Appell und mein Anliegen, die heutige Welt erträgt es nicht, dass Konflikte eskaliert werden. Und deswegen muss versucht werden, bei jedem Konflikt, ob Russland, China oder wo auch immer auf dieser Welt, alles daran zu setzen, ihn diplomatisch zu lösen, mit Kompromissbereitschaft, mit aufeinander zugehen und auf keinen Fall mit Militär. Und deswegen ist diese wahnsinnige Hochrüstung, die wir jetzt erleben, das ist genau das falsche Signal. Das ist, macht unsere Welt nicht sicherer, es macht sie unsicherer. Und das zumal in einem Zeitalter, wo wir noch viel, viel mehr als im Kalten Krieg von künstlicher Intelligenz gesteuert sind, viele Computersysteme dort also auch natürlich einen enormen Einfluss haben und dadurch die Gefahr eines Missverständnisses, eines Fehlers, eines technischen Fehlers noch viel höher ist als in früheren Zeiten. Also wir müssen diesen Weg verlassen, der Blockkonfrontation, die sich wieder auftut, der militärischen Logik, der militärischen Konfrontation. Und ich wünsche mir wirklich sehr, dass wir eine Welt wieder in eine Welt kommen, wie wir sie am Ende des Kalten Krieges hatten, wie wir sie damals, auch die Einsicht von Michail Gorbatschow, man muss aufeinander zugehen, um Frieden zu erreichen, weil ohne Frieden ist alles nichts. Also wir reden über Klimawandel, wir reden über ganz viele Probleme, die wir haben. Aber wenn der Frieden nicht gewahrt bleibt, dann brauchen wir uns über all das andere eigentlich keine Gedanken mehr zu machen. Und ich finde traurig, dass zum Beispiel auch in der Umweltbewegung dieser Aspekt zu wenig eine Rolle spielt, weil, wie gesagt, Frieden, ohne Frieden ist alles nichts, ohne Frieden gedeiht keine Demokratie, ohne Frieden kann man auch die Umwelt- und Klimaprobleme nicht lösen. Und das ist, denke ich, ja, das Umsteuern, für das ich hier plädieren möchte. Dankeschön. Ich danke Frau Dr. Wagenknecht sehr herzlich dafür, dass sie uns eine rationale Alternative zur Logik des Krieges aufgezeigt haben und dass sie ihre Betrachtungen gründen auf eine sorgfältige Analyse der Fakten. Es war auch besonders wichtig, dass sie uns erinnert haben an die Verhandlungsbemühungen oder Vermittlungsbemühungen des israelischen Ministerpräsidenten Bennett und an den Fortschritt der Verhandlungen, den es bereits in Istanbul gegeben hat. Und die große Frage, die Sie uns ja auch hier erläutert haben, ist auch, wie Deutschland sich hier positionieren wird und ob schlussendlich im Interesse des Staatswohles, das ist ja, wie man hört, der Terminus auch
des Bundeskanzlers, ob im Interesse des Staatswohles dem Volk nicht die Wahrheit vorenthalten wird, sondern ein diplomatischer Weg beschritten wird. Und das ist, glaube ich, etwas, wo Ihnen auch als Opposition im Deutschen Bundestag eigentlich niemand, kein Mensch, der guten Willens ist, widersprechen kann. Und ich kann nur hoffen, dass es nach und nach, auch jetzt als Ergebnis Ihres großen Appells, zusammen mit Alice Schwarzer, eine faire und offene Debatte gibt in der Zivilgesellschaft, aber auch im politisch legitimierten Forum des Deutschen Bundestages. Es ist überhaupt nicht unbillig, dass man so eine Hoffnung hegt. Und ich finde es sehr wichtig, dass das ICD hier die Möglichkeit bietet, einer offenen Diskussion in der besten europäischen Tradition, und dass wir die Meinungen von beiden Seiten, auch was die deutsche Debatte betrifft, auch heute gehört haben. Vorher von einem Politiker einer anderen Partei und jetzt von Ihnen, was die Opposition betrifft. Und in diesem Sinne eröffnen wir die Diskussion. Es hat mir das ICD mitgeteilt, dass es Fragen gibt von den Medien. Und ich darf jetzt übergeben an Herrn Domfried. Dankeschön. Auch von meiner Seite vielen Dank. Es ist eine große Ehre, dass Sie hier sind, im Namen des ICD Academy for Culture Diplomacy. Ich würde Sie bitten, wenn es möglich ist, hier in der Mitte zu sitzen kurz. Wir würden erstmal die Chance geben an Medien. Ich habe verstanden, CDF ist hier, ARD, TV Berlin. So, wenn es gibt Fragen von den Medien, wir würden gerne die erst die Möglichkeit geben. Professor Köckler, wenn Sie konnten auch dazu kommen. Wir haben auch an der Akademie einige Fragen auch vorbereitet, die ich würde gerne der Professor Köckler übergeben. Aber erstmal die Medien im Sinne von Freedom of the Press. Gibt es von den Medien Fragen, die Sie stellen möchten? Ich weiß, die möchten auch in Interviews machen extra. Ich weiß nicht, ob wir Zeit haben nachher. Wenn es gibt eine Meldung von den Medien, dann bitte sag uns Bescheid. Wir können gerne das willkommen. Sonst würde ich dann übergeben Professor Köckler. Unsere Professor und Studenten haben vorbereitet verschiedene Fragen, die wir sehr gerne stellen würden. Aber Professor Köckler. Aber bevor ich das tue, möchte ich doch, so wie wir hier vorgehen in dieser Konferenz, zuerst denen, die den Wunsch geäußert haben, eine Frage zu richten an Frau Dr. Wagenknecht, die Möglichkeit geben, vor allem Herr Dr. Diab, der ehemalige Ministerpräsident des Libanon, hat sich gemeldet, bitte. Und weil wir schon die Zeit überschritten haben, müssen wir leider das alles relativ kurz sozusagen abhandeln. Bitte schön. Thank you. First of all, thank you for your presentation. When Dr. Hans was introducing you, he mentioned that you are a very popular politician. I didn't understand that because I don't know about much about German politics, but after hearing your speech, I clearly understand why you are very popular. There is no doubt, and what I will say does not only necessarily apply to the war in Ukraine, it applies to all wars. I mean, your approach, your analysis, your arguments echoes very well with me. And I think fueling and prolonging any war does not solve it. I mean, at the end of the day, they all have to sit on a round table and negotiate. So what you were suggesting on diplomacy and finding diplomatic solutions and negotiations on the intricacies of the conflict is eventually what is going to happen. So your approach is excellent, and I think ICD should always invite you to provide such presentations on many issues pertaining to diplomacy. So thank you again. Ja, vielen herzlichen Dank. Das freut mich sehr. Und ja, ich hoffe, also in Deutschland ist es ja so, die Bevölkerung ist gespalten nach Umfragen in dieser Frage. Also und zwar ziemlich hälftig. Also die Hälfte der Bevölkerung teilt etwa das, was ich hier gesagt habe, und die andere Hälfte nicht. Also das ist die Stimmungslage in Deutschland. Und
In den Medien allerdings ist die Debattenlage eine ganz andere. Also da ist, würde ich sagen, 90% auf der Position, wir müssen immer mehr Waffen liefern, und höchstens 10% anders, also zumindest in den großen Medien. Wobei es auch erstaunlich ist, es gab tatsächlich ja in Deutschland lange Zeit also fast schon eine Art Staatsdoktrin, dass man in Kriegs- und Krisengebiete keine Waffen liefert. Also das ist zwar nie wirklich eingehalten worden, aber die Grünen, die ja jetzt die Hauptforderer sind nach immer mehr Waffen, hatten das 2021 noch in ihrem Bundestagswahlprogramm. Also dass man nicht mehr in Kriegs- und Krisengebiete Waffen liefert. Das ist wirklich eine völlige Verkehrung auch dessen, was früher in Deutschland doch von sehr, sehr vielen befürwortet und unterstützt wurde. Aber es freut mich sehr, dass wir in dieser Frage so nah beieinander sind. Wir können jetzt nur noch zwei Fragen berücksichtigen. Es war hier von der Dame und dann hier rechts, bitte. Ich hätte eine kleine Frage. Wenn Sie sagen, dass die Lösung wäre, dass man einen Kompromiss macht, wäre das dann, also man weiß, dass das Wunsch Russlands ist, die Ukraine zu überfallen, also anzufallen. Also was meinen Sie genau mit einem Kompromiss, einfach die Ukraine wegzugeben? Und also die zweite kleine Frage, aber das ist eigentlich eine Verlängerung davon, ist, wenn wir einen Kompromiss mit Russland machen, dann würden wir die Russlands maximalistische Ambitionen einfach erliegen. Wäre das nicht eine Verschiebung von einem unvermeidlichen Krieg, das nachher kommen würde? Also ein Kompromiss heißt ja nicht, dass eine Seite das erreicht, was sie will. Und ich weiß auch gar nicht, also ich habe keine Kontakte in den Kreml. Ich weiß nicht, ob es wirklich das Kriegsziel ist, die gesamte Ukraine an Russland anzuschließen. Ich habe mehr das Gefühl, dass dieser Krieg auch in der Eskalation vielleicht dazu führen könnte, wenn sie das militärisch überhaupt schaffen, was von Militärs in der Regel nicht als möglich angesehen wird. Ich glaube, es ging in diesem Krieg von Anfang an vor allem um einen Punkt, zu verhindern, dass die Ukraine ein militärischer Vorposten der Vereinigten Staaten wird. Und in dem Punkt wäre der Kompromiss. So, dann ist die Frage, was macht man mit der Situation im Donbass und der Krim? Meines Erachtens wäre da eine Lösung, also erstmal müsste man die Frontlinie einfrieren. Also man wird sicherlich nicht in Gespräch jetzt sofort mit Russland erreichen, einen Waffenstillstand und sie ziehen sich zurück. Also ich glaube, das wäre schön, aber ist, glaube ich, nicht realistisch. Aber wenn die Frontlinie eingefroren ist, muss man dann darüber verhandeln. Und es wäre ja durchaus möglich, etwas Ähnliches zu erreichen, wie wir das in Deutschland im Saarland nach dem Zweiten Weltkrieg hatten. Und damals hat ja Deutschland diesen Zweiten Weltkrieg wirklich vernichtend verloren. Trotzdem haben die Saarländer 10 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs die Möglichkeit gehabt, darüber abzustimmen und frei zu entscheiden, zu welchem Land sie gehören möchten. Und nun muss man nicht 10 Jahre darauf warten. Das wäre jetzt in dem Falle natürlich besser, wenn das früher ginge. Aber dafür müssen die Waffen schweigen, weil dann erst UNO-Beobachter in die Regionen zurückkehren können und dann kann man ein beaufsichtigtes Referendum machen. Ich glaube, dass das Referendum auf der Krim sicherlich so ausgehen wird, wie frühere Referenden auch. Aber die Krim hat auch einfach eine andere Geschichte. Also sie hat ja tatsächlich traditionell zu Russland gehört. Die russische Schwarzmeerflotte ist seit dem 18. Jahrhundert auf der Krim. Also ich glaube, dass man das auch nicht ganz vergessen sollte. Und im Donbass, ja, müssen die Menschen einfach entscheiden können, wohin sie wollen. Und der Kompromiss wäre, dass beide Seiten das akzeptieren. Meines Erachtens wäre das ein durchaus realistischer Weg aus diesem Krieg. Eine Frage von dem Kollegen aus Indien, glaube ich, und dann... Professor Kökler, ich möchte nur kurz reinspringen. Ja. I want aber to use müssen, my position of a moderator for a moment. Publikum beteiligen. Im jeden Fall. Das machen wir bei allen anderen Referaten auch. Das Im geht jeden Fall. Nicht, dass wir das abbrechen. Kein Problem. Ich darf nur eine Frage stellen und dann geben wir das gleich zurück, weil ich weiß, Sie haben begrenzte Zeit. Meine Kollegen haben vorbereitet eine größere Frage. Sie haben das teilweise schon geantwortet, aber ich würde gerne auch Ihre Antwort. Erstmal, was möchte der russische Präsident Wladimir Putin mit dem Krieg erreichen? Fast ein Jahr ist der russische Angriff auf die Ukraine nun her. Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit es eine Chance auf Frieden gibt?
Wie erklären Sie die Position der EU und Deutschlands zum Krieg in der Ukraine? Wie kann es sein, dass die EU trotz des schrecklichen Preises, wenn Menschenleben bereit ist, einen längeren Krieg in den Ukraine zu führen? Frau Wagenknecht, ich wünsche mir Frieden in Europa und ich frage, ob alles getan würde, um Russland und die Ukraine um das Verhandlungstisch zu bekommen. Und letztlich, was ist Ihre Aussage und Antwort an alle Deutschen, die Ihr Manifest ablehnen? Ja, also ich glaube ganz klar, dass die EU nicht alles getan hat. Die EU hat sich sehr stark von dieser neuen Achse Washington, London, Osteuropa, Polen treiben lassen. Das ist etwas, also sag mal, weder Washington noch London sind in der EU, aber durch die Verbindung mit den osteuropäischen Ländern hat sich auch die EU verändert. Sehr, sehr stark und meines Erachtens nicht zum Guten. Also die EU als Bündnis, das früher mal stark von Deutschland und Frankreich dominiert wurde, hätte vielleicht in der Situation anders reagiert. Also insoweit, sie hat nicht alles getan, sondern sie hat sich eigentlich immer wieder dem untergeordnet, was an Ansagen vor allem aus Washington kam. Und insoweit, finde ich, hat auch die EU da ihre Aufgabe nicht wirklich erfüllt. Was sage ich all denen? Was ist das Ziel Putins? Niemand von uns kann in Putins Kopf hineinschauen. Ich weiß nicht hundertprozentig, was sein Kriegsziel ist. Aber ich kenne eben die Vorgeschichte des Krieges und deswegen gehe ich davon aus, dass es wirklich mehr um die Fragen der Geostrategie und der Militärpräsenz der Vereinigten Staaten geht, als um nationalistische Fragen. Er hat damals Putin diese Rede gehalten, wo er sagt, er will die Ukraine vernichten oder die hat gar kein Existenzrecht. Das hat er gesagt, das ist richtig. Aber man muss, glaube ich, auch immer bedenken, in Kriegen werden natürlich auch Dinge gesagt, um die eigene Bevölkerung hinter den eigenen Kriegszielen zu versammeln. Und man muss auch immer wieder, ich glaube, so erklärt sich auch die Annexion dieser Gebiete, man muss scheinbare Erfolge nachweisen. Also wenn man ein Jahr Krieg führt, das ist die Eskalation, vor der ich gewarnt habe. Ein kriegführendes Land muss versuchen, Erfolge zu demonstrieren, weil es geht ja darum, die Menschen im eigenen Land, dass die immer noch dabei bleiben. Und ich glaube, so erklärt sich, dass er überhaupt diese Republiken annektiert hat. Er hat ja vorher sehr, sehr lange gezögert, also seit 2014 bis 2021, sie überhaupt anzuerkennen, die von den Separatisten verwalteten Gebiete. Die wurden ja von Russland nicht anerkannt, bis 2021. Also deswegen glaube ich, das ist eher das Ergebnis dieser Kriegseskalation als ein Ergebnis, dass er jetzt sozusagen plötzlich die alte Sowjetunion wiederherstellen will oder dann auch weitergehen will. Ich glaube auch, dass dieses Argument, wenn Putin jetzt einen Kompromiss bekommt, dann überfällt er als nächstes Polen, das ist kein sehr realitätsnahes Argument, weil eine russische Armee, die so ausgerüstet ist, wie wir sie in dem letzten Jahr in der Ukraine erlebt haben, ist überhaupt nicht in der Lage, einen Konflikt auf NATO-Territorium irgendwie zu bestehen. Und ich denke, das weiß inzwischen auch die russische Führung. Also schon alleine das spricht dagegen. Aber es spricht übrigens auch dagegen, dass er das plant, wenn man sich sein Militärbudget anguckt. Also Russland hatte über Jahre bis jetzt, also jetzt ist es natürlich höher, aber bis zum Beginn des Krieges hatte Russland ein Militärbudget von 60 Milliarden Dollar pro Jahr. Also im Vergleich dazu die USA 800 Milliarden. Selbst wir sind inzwischen bei über 60 Milliarden. Also wenn ein Staatsmann wirklich plant, was man Putin jetzt unterstellt, dass er einen Riesenfeldzug starten möchte, um immer mehr Länder zu annektieren und Russland quasi zu vergrößern, womöglich bis hin oder zumindest wieder alles das zu besetzen, was früher einmal von russischen Soldaten besetzt war, dann hätte er nicht 60 Milliarden pro Jahr ausgegeben, sondern ein Vielfaches davon. Also das spricht zumindest meines Erachtens nicht dafür, dass hier ein großer Plan im Hintergrund ist. Das macht diesen Krieg nicht besser und jetzt gibt er natürlich mehr aus, aber ich glaube, das ist auf jeden Fall etwas, was man bedenken sollte. Ja, was sage ich denen, die das anders sehen? Zum Beispiel auch das. Und dass wir, glaube ich, rational bleiben müssen in der Debatte. Die Diskussion in Deutschland ist sehr moralisiert und emotionalisiert. Also immer wieder das Argument, mit einem wie Putin darf man nicht verhandeln.
Ja, mein Gott, die USA hat mit den Taliban verhandelt am Ende ihres Afghanistan-Einsatzes. Mit jedem muss man verhandeln im und erst recht mit einer Atommacht. Wie soll man sonst den Konflikt lösen? Also deswegen finde ich, das ist alles kein Argument. Und teilweise ist es auch eine ziemlich unehrliche Doppelmoral, weil es ja wirklich so ist. Putin ist nun, weiß Gott, nicht der Erste, der einen völkerrechtswidrigen Krieg begonnen hat, sondern das ist leider in den letzten 25 Jahren an vielen Stellen dieser Welt geschehen, unter anderem durch die Vereinigten Staaten, aber auch durch Saudi-Arabien, durch die Türkei. Also es finden an vielen Stellen dieser Welt Kriege statt, die alle verbrecherisch sind und alle auch nicht mit dem Völkerrecht in Übereinstimmung stehen. Und deswegen ist es auch einfach unehrlich, so zu tun, als sei dieser Krieg ein absolut singuläres Ereignis seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Das ist er nicht. Und deswegen kann man ihn und muss man ihn auch mit Verhandlungen beenden, weil die einzige Parallele, die immer angeführt wird, die zu Hitler-Deutschland, die ist wirklich keine tragfähige Parallele. Der Nationalsozialismus in Deutschland war ein historisch beispielloses Verbrecherregime. Mit Auschwitz, mit dem Vernichtungsfeldzug, das waren Dinge, die man mit nichts anderem vergleichen kann und auch bitteschön nicht vergleichen sollte. Also ich finde auch die Relativierung Hitlers, dadurch, dass man immer wieder Putin mit ihm auf eine Ebene stellt, sehr, sehr bedenklich und problematisch. Wenn ich darf, eine wichtige Folgefrage, die ich denke auch sehr relevant ist für die erste Frage. Die Krise zwischen China und den Westen wachsen und werden immer sichtbarer. Wie können der Westen dieses wachsende Problem lösen? Und welche Rolle hat China in das alles? Na, im Grunde ist das gleiche Problem. Also wenn man jetzt natürlich immer wieder Reisen nach Taiwan macht, Taiwan hochrüstet, wenn die klassische Ein-China-Politik, die eigentlich im Westen lange Zeit Konsens war, auch in Washington, also davon auszugehen, es gibt ein China. Also das heißt ja nicht, dass man nicht trotzdem mit Taiwan Beziehungen hat, aber es war immer die Aussage, China ist ein Land. Wenn man davon abweicht und dort möglichst viel provoziert, dann erhöht man die Gefahr, dass auch dieser Konflikt eskaliert. Und am Ende stehen wir dann wieder in der Situation, China überfällt Taiwan. Dann wird wieder natürlich gesagt werden, völkerrechtswidriger, schlimmer, verbrecherischer Krieg. Ja, und was folgt daraus? Also für die Menschen in Taiwan wäre das Schlechtestmögliche, was passieren kann. Und der Westen hat wieder nur die Alternative, entweder schaut er dann zu, okay, dann betrifft es uns nicht, sondern nur die Menschen in Taiwan. Oder er schaut nicht zu, dann haben wir den Dritten Weltkrieg wegen Taiwan. Also das ist der pure Wahnsinn. Und ich finde auch das, also alleine schon wie die Situation sich in der Ukraine entwickelt hat, sollte unbedingt dazu beitragen, nicht das Gleiche jetzt in Bezug auf Taiwan und China zu wiederholen, weil es einfach eine hochgefährliche und auch rücksichtslose Politik ist, sowohl den Menschen in der betreffenden Region gegenüber, aber eben natürlich auch gegenüber dem Weltfrieden. Und letzte Frage muss ich stellen, nur weil wir hier sind, Institute for Cultural Diplomacy. Welche Rolle hat kulturelle Diplomatie in das alles? Viele sagen, das ist nur Militär, das ist nur eine strategische Frage. Kann Cultural Diplomacy einen Beitrag machen in so einem schwierigen Konflikt? Und wenn ja, wo sehen Sie Potenzial? Also ich finde kulturelle Diplomatie immer wichtig. Und ich finde es verheerend, dass jetzt all die Kulturprojekte, die es auch mit Russland gibt, also und gab, gibt ja nicht mehr, aber gab, also der kulturelle Austausch, Kooperation zwischen Universitäten, dass all das auf Eis gelegt wird. Dass russische Künstler teilweise in Deutschland nicht mehr auftreten können, weil sie sich nicht lautstark von Putin distanzieren, was für einen russischen Künstler, der seine Hauptaktivitäten in Russland hat, einfach nicht geht. Also das ist ja auch verrückt, sowas zu fordern. Ich meine, einerseits sagt man, was das dort für ein System ist und dann erwartet man Dinge, die einfach nicht möglich sind. Und deswegen finde ich, ja, also wir sollten den kulturellen Austausch nicht nur fortsetzen, sondern möglichst ausbauen. Also ich komme aus einem Teil Deutschlands, also zumindest meine Kindheit habe ich da verbracht, in der DDR, wo es sehr starke auch kulturelle Bindungen gab. Also wir waren oft als Kind, wir durften ja nicht in den Westen reisen, in die Sowjetunion durften wir reisen. Dadurch kenne ich Russland oder auch andere Sowjetrepubliken aus eigenem Erleben. Und so etwas ist ja wichtig, so etwas verbindet auch. Und
ich finde, das muss alles viel, viel stärker wieder ausgebaut werden. Und dieses Banausentum, auch also Tschaikowski irgendwie aus den Konzertsälen zu verbannen und russische Theaterstücke nicht mehr zu spielen, also für mich ist das wirklich richtig verrückt. Also ich finde das überhaupt nicht akzeptabel und natürlich schon gar nicht hilfreich. Vielen, vielen Dank, Frau Wagenknecht. For reasons of fairness, I now invite the alien gentleman. Professor Kukles, it's too relied. No once Miss Wagenknecht agreed to speak today, she had one condition. She said, "Mark, I can do it, but I need to be in my car at 5:30." You're the judge. Is it okay? Or? Ganz schnell. Also eine Frage okay. Können Sie okay. noch, aber ich muss dann She's wirklich, weil She's ich den boss. Nächsten Termin schon direkt habe. Okay. So is there one final question? Yeah. Yeah, thank you so much, Dr. Koshler and Mark. And sorry if it's too late. And it was a wonderful speech, although I understood with the translator, I understood that you are a very charismatic politician. So congratulations on that. And my question is actually a bit controversial because it's related to realpolitik. But I know you're not afraid, so I am expecting full honesty. Recently, I was at the Nordic embassies, and one of the speakers there, it was about border security, and one of the speakers there said a very interesting thing. He said, a weaker Russia has always been good for us. We developed closer ties with Russia when Russia was weak. So do you think that the role of European powers in this war currently is driven by self-interest and at the expense of Ukraine? Thank you so much. Ich glaube aber nicht, ich glaube nicht, dass Europa davon profitiert, dass Russland schwach ist. Also meines Erachtens profitieren die USA und das wurde ja auch sogar offen gesagt, dass die USA natürlich ja, ein Interesse daran haben, Austin hat das ja gesagt, in diesem Krieg Russland zu schwächen. Aber für die Europäer ist das ja eher ein Problem, weil gerade Russland ja immer auch ein großer Lieferant von Energie, von Rohstoffen ist und wir gerade auch von der Kooperation mit Russland sehr profitieren. Also wer wirklich geschwächt wird, sind die Europäer. Und das ist tatsächlich, ja, klar, kann man sagen, auch im Interesse der Vereinigten Staaten. Das ist ja deutlich. Ich meine, Donald Trump hat sich die Zähne ausgebissen und wollte uns sein Gas verkaufen und es war aber nicht wettbewerbsfähig, weil das russische Gas natürlich viel preiswerter ist. Jetzt werden wir gerade Deutschland in Größenordnungen amerikanisches Gas kaufen. Die amerikanischen Rüstungsexporte haben sich mehr als verdoppelt. Die USA werden tatsächlich als Wirtschaftsstandort jetzt viel attraktiver, weil hier ist die Energie sehr teuer. Dann gibt es eben diese geopolitische Unsicherheit. Plötzlich werden riesige Investitionen in den USA wieder stattfinden. Und ja, also Europa zu schwächen, das kann man sagen, auf Kosten der Ukraine, wenn man ihnen diesen Zynismus unterstellen möchte, ist das zumindest etwas, was aufgeht als Konzept. Und das sollte ja ein Grund mehr sein, für die Europäer dieses nicht mitzumachen und sich dagegen aufzulehnen. Das verstehe ich auch nicht. Also gerade Deutschland wird massiv geschwächt durch diesen Konflikt. Und deswegen sollte eigentlich die deutsche Regierung alles dafür tun, diesen Krieg schnell zu beenden, weil es uns auch wirtschaftlich massiv schadet. Vielen Dank, Frau Wagenknecht. Ich denke, Sie spüren... Sie spüren, Sie können hier zu Hause fühlen. Sie haben viele Unterstützer. Sie haben sehr gute Resonanz von dem Publikum. Es gibt viel mehr Fragen, als wir Zeit haben. Aber deshalb, wir müssen Sie noch ein zweites Mal einladen. Das ist die einzige Lösung. Aber vielen herzlichen Dank. Ich wünsche Sie auch Erfolg. Ich denke, Sie schaffen das Flugzeug. Und hoffentlich bis bald. Dankeschön. A second applause, please. Okay.